So. Funktioniert's auch? Yes. Okay. Wenn Sie einmal ins Bild treten wollen. Was? Wollen Sie einmal ins Bild treten? Einmal sich vorstellen. Einmal für die Leute winken. Komm, dann passiert ja so und so. Okay. Also. Wir haben uns jetzt hier mit dem sogenannten diskreten Merkmal beschäftigt, meine Damen und Herren. Hallo. Darf ich? Ja. Ich würde gerne jetzt diesen Begriff definieren, um das jetzt hier mal nachzuholen. Schauen Sie. Bevor ich das jetzt tue, brauche ich einen anderen Begriff, und zwar wie der Aktienanteil. Also, Definition. Vielleicht kennen Sie den Begriff, und zwar, es geht jetzt wie folgt, schauen Sie. Also, eine Menge heißt Aktie, ne? Abzählbar. Wenn, so, vielleicht wissen Sie, wann ist eine Menge abzählbar? Sehr wichtiger Begriff jetzt in diesem Zusammenhang. Meine Damen und Herren. Abzählbarkeit einer Menge. Kennen Sie den Begriff? Nein? Eine Menge heißt abzählbar, wenn sie sich als eine Folge darstellen lässt. Das heißt, meine Damen und Herren, schauen Sie, also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Menge haben, dann kann man, wenn sie abzählbar ist, dann kann man die Elemente mit Hilfe einer Folge darstellen, und zwar so, dass in dieser Folge sämtliche Elemente jetzt hier aus dieser Menge vorkommen. Beispiel für eine abzählbare Menge, meine Damen und Herren, die sogenannte Menge der natürlichen Zahlen. Und zwar das hier. 0, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Sie wissen, wie es weitergeht, nicht? So, Menge der natürlichen Zahlen. Ist ja unendlich lang, aber, meine Damen und Herren, trotzdem ist sie abzählbar. Warum? Weil es eine Folge gibt, mit der ich natürlich jetzt hier die Menge der natürlichen Zahlen erfassen kann. Und zwar so natürlich, dass sämtliche natürlichen Zahlen hier in der Folge vorkommen. Verstehen Sie? Das ist der Unterschied. Also damit eine Menge abzählbar ist, muss sie nicht beschränkt sein. Nur, dass Sie das jetzt hier sehen. Als weiteres Beispiel, vielleicht kennen Sie noch ein Beispiel. Und zwar die Menge der ganzen Zahlen. Die kann ich auch darstellen. Ja, also ich schaue hier nochmal hin. Die Menge der natürlichen Zahlen ist abzählbar. Okay. So, Punkt. Dann die Menge der ganzen Zahlen. Und zwar, ich hätte jetzt gerne die Menge der ganzen Zahlen jetzt aufgelistet. Und ziehe für eine Folge so, dass natürlich jetzt nämlich die ganzen Zahlen jetzt hier entsprechend vorkommen. Wie könnte ich das denn tun? Wie könnte ich das denn tun? Haben Sie einen Vorschlag? Ja? Punkt, 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 minus 2, minus 1, 0, 1, 2, Punkt. Gut, also ich kann das leider nicht mit Punkt und Punkt anfangen. Also minus unendlich wäre das eigentlich in dem Fall, aber minus unendlich ist keine ganze Zahl. Ja. Vielleicht eine einfache Idee. Die Folge, die man jetzt hier natürlich aufschreibt, kann auch alternieren sein. Also es muss jetzt nicht zwangsweise aufsteigen sein. Ist keineswegs so. Das ist zwingend notwendig sein. Ne? Also Sie können ja zum Beispiel mit der 0 anfangen. Dann. 1. So. Minus 1, jawohl. Dann 2. Minus 2. Und jetzt, also jetzt wissen Sie, wie es weitergeht, ne? Oder? Ja. So, ja gut. Nein, das ist, ich weiß, dass Sie das wissen, aber. Okay, aber nur, dass Sie sich darüber im Klaren sind. Also wenn ich jetzt hier weiter fortführe, dann entsteht natürlich eine Folge, in der sämtliche ganze Zahlen vorkommen. Und damit ist die Menge der ganzen Zahlen ebenfalls abzählbar. Okay. Punkt. So. Sehen Sie es? Das ist der Begriff. So, jetzt. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, wenn eine Menge beschränkt ist, dann muss sie natürlich auch gleichzeitig abzählbar sein. Also das Beispiel sei jetzt hier die folgende Menge genannt. Meine Damen und Herren, schauen Sie, das ist jetzt hier die Menge aller reellen Zahlen mit der Eigenschaft, dass sie zwischen 0 und 1 liegen. Okay? Also die Menge aller reellen Zahlen mit dieser Eigenschaft. So. Es lässt sich jetzt hier in dem Fall tatsächlich zeigen, dass es jetzt keine Folge gibt, in der sämtliche diese Zahlen, also sprich sämtliche reelle Zahlen zwischen 0 und 1 vorkommen. Das gibt es nicht. Also für die Brüche geht's. Und für die Dezimalen Zahlen ging es ja auch. Aber meine Damen und Herren, das geht jetzt hier nicht für sämtliche reelle Zahlen, die jetzt hier dazwischen liegen. Das müssen Sie einfach mal glauben. Okay?
Der Beweis ist auch nicht allzu schwer, aber das will ich jetzt hier nicht vorstellen. Also, Sie müssen einfach mal glauben, dass die Menge jetzt hier in dem Fall nicht absehbar ist. Ist nicht absehbar. Ich meine, Sie könnten natürlich versuchen, eine Folge zu konstruieren, und zwar so, dass sämtliche reelle Zahlen wohlgemerkt hier zwischen 0 und 1 davor kommen, aber das wird ja nicht gelingen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Okay. Also das Gegenbeispiel. Also wenn Sie auch hier sehen, zum Beispiel, wenn eine Menge beschränkt ist, muss sie natürlich auch zwangsweise absehbar sein. Und jetzt hier natürlich als Gegenbeispiel, meine Damen und Herren, schauen Sie zum Beispiel jetzt hier die Menge der natürlichen Zahlen. Ist ja unendlich groß und ist trotzdem absehbar. Also absehbar heißt nicht, dass Sie wissen, wie viele Elemente jetzt hier in dieser Zahlung enthalten sind. Das heißt nicht. Okay? So, diesen Begriff brauchen wir, meine Damen und Herren, wenn wir es mit diskreten Merkmalen zu tun haben. Und zwar schauen Sie die Definition. Doppelpunkt. Also ein Merkmal heißt diskret. Heißt diskret. Diskret, wenn der Wertebereich absehbar ist. Das heißt, das Merkmal kann, meine Damen und Herren, nur höchstens absehbar viele Werte annehmen, nicht mehr. Und dann ist im Endeffekt, oder Sie haben es hier natürlich auch vor sich, ein diskretes Merkmal. Was Sie jetzt hier, mit was Sie jetzt hier zu tun haben. Zum Beispiel jetzt hier gerade Aufgabe 4, Anzahl der Mädchen bei 3 Geburten. Sie wissen, welche Merkmale oder welche Merkmalsausbildung gibt es jetzt hier. Zumindest jetzt potenziell. Also es gibt natürlich jetzt hier die 0, die 1, die 2, die 3. Das war's. Und diese Menge ist absehbar. Ich kann sie als Folge darstellen. Und damit ist das entsprechende Merkmal diskret. Okay? Das ist alles. Verstehen Sie also den Begriff? Hier. Ja? Verstanden? Gut. Wenn keine Fragen sind, dann machen wir weiter mit der Aufgabe 5. Und zwar, bevor wir jetzt hier auch mal anfangen. Welche Eigenschaft hat denn die Verteilungsfunktion bei diskreten Daten gehabt? Wissen Sie das noch? Wie sahen die denn aus in der Aufgabe 4? Wie sah die Verteilungsfunktion in der Aufgabe 4 aus? Ja. Ja, genau. Also es war so eine Treppenfunktion. Welche Eigenschaft hat die? Ja? Die ist nicht stetig, genau. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Verteilungsfunktion aussieht, wenn jetzt hier die Daten klassiert werden. Schauen Sie. Was damit gemeint ist, ist folgendes. Also wir haben jetzt hier Merkmal X, was sich jetzt hier auf die Einkommen, also auf die Jahreseinkommen in 1000 Euro Jahreseinkommen einer zufällig ausgewählten Person in den USA. Ja? Also und schreibe es jetzt hier in 1000 US-Dollar. Okay? In 1000 US-Dollar. So. Und Sie haben jetzt hier eine Stichprobe vor sich. Sie wissen, es kann zum Beispiel ja sein, dass es jetzt hier Leute gibt, die vielleicht 30.000 Dollar im Jahr verdienen und 30.000 und 5 Dollar. Und zwischen diesen Leuten wollen Sie vielleicht nicht unbedingt differenzieren wollen. Also natürlich jetzt hier zum Beispiel die jetzt mal Aufgabe 4. Deswegen nehmen Sie eine Klasseneinteilung vor. Und Sie teilen jetzt hier im Endeffekt die Leute, die Sie jetzt hier haben, in 3 Klassen ein. Und zwar jetzt zunächst mal jetzt hier in die Klasse 1, sprich die Leute mit geringem Einkommen. Okay? So, und hier steht natürlich jetzt in der, beziehungsweise in der Formelsammlung, also das folgende Intervall, schauen Sie, A0 Stern, beziehungsweise jetzt hier A1 Stern, schauen Sie, A0 Stern ist also die Untergrenze der ersten Klasse und A1 Stern ist die Obergrenze der ersten Klasse. Das wäre jetzt in dem Fall, meine Damen und Herren, das hier. Das Intervall von 0 bis 20.000. Also das heißt, A0 Stern ist jetzt hier 0, das ist jetzt die Untergrenze von der ersten Klasse und A1 Stern ist jetzt hier 20.000. Okay. Ich lasse jetzt einfach mal die 3 Nullen konsequent weg, weil mich das so ein bisschen stört. Ja? Hier befindet sich also die Klasse 1 und das sind unter Mission verspielt. Klasse 2, schauen Sie, fällt da an, wo die erste Klasse aufhört. Und zwar bei A1 Stern. A1 Stern ist also jetzt in dem Fall die Untergrenze von der
zweite Klasse natürlich gleichzeitig. Und an zwei Stellen ist natürlich die Obergrenze von der zweiten Klasse. Das ist jetzt in dem Fall, also das Intervall von 20.000 bis 50.000 Erstzahl an. Und hier die runde Klammer bedeutet zum Beispiel, dass die 20.000 halt eben nicht zu der zweiten Klasse, sondern auch zu der ersten Klasse gehört. Das ist damit gemeint. Okay, während das jetzt hier zum Beispiel bei der 50.000 nicht der Fall ist,